Hey Leute, was geht? Ich bin der Tossi und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge FIFA 15. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir spielen heute mal wieder ein Ründchen, ja, mit unserem geilen Team. Ja, ob es jetzt wirklich geil ist, ne, ist so die Frage. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Fährmann im Tor. Ich hatte auch Trapp ausprobiert, aber der war scheiße. Also der hatte halt keine 10er Chemie und deswegen hat sich das nicht so gelohnt. Dafür jetzt Fährmann und links Rodriguez, was schon mal ziemlich nice ist. Hier brauchen wir nochmal schnell einen Vertrag. Den kriegt auch mal ganz schnell der gute Geist. Der hat uns ja letztes Mal richtig schön gerettet. Und jetzt geht's auf jeden Fall ins nächste Spiel, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, lasst uns mal einen Gegner suchen, wa? Und jetzt kommt sein Team hier reingeflattert und zwar ein englisches Team. Ich will auch unbedingt noch ein BPL-Team haben, unbedingt. Lukaku im Sturm, das ist schon ordentlich. Und Mignolet, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, im Tor. Ja, kann man mal machen. Und die Barbo auf dem rechten Flügel, das wird richtig übel. Zum Glück ist da jetzt Rodriguez auf der Seite, um den hoffentlich zu stoppen. Wir spielen heim. Und ja, ich würde sagen, es kann losgehen. Oh, es ruckelt. Es ruckelt leicht, Freunde. Das liegt daran, glaube ich, dass ich zwei Aufnahmen aus dem Pfosten laufen lasse, weil Webcam und so. Au, what? Aus dem Pfosten, so ein Scheiß, ey. Das könnte übel sein. Na? Kriegen ihn aber auch nicht ge... Oh, mach doch nicht so einen Scheiß. Oh, der war ein bisschen zu weit. Oh, der war nicht so weit. Aber gut. Ah, der war zu nah dran. Nein. Oh, verdammt. Mit den Flanken kriege ich immer noch nicht so hin, wie ich mir das immer vorstelle. Schieß. Nein. Auch wenn die Kamera nicht hinterher kam, aber das war Shit. Da hat er gut gehalten. Okay, Müller schießt die Ecke. Ich weiß nicht warum. Kopfball. Knapp drüber. Schade. Auf Müller, wieder auf Götze. Das war übrigens ein Foul, Schätzchen. Das gibt noch nachträglich bestimmt die Gelbe. Komm, gehen wir mal hier auf Schürrle. Nein, der... Oh, der sollte auf Gündogan gehen, aber der Pass war scheiße. Lass Miranda, denn sie will ja. Das war gut verteidigt, aber es hat nicht funktioniert. Jo, der war aber gut. Oh, der war ganz riskant. Der war noch riskanter und der war richtig scheiße. Oh, man. Das fängt ja schon gut an hier. Kercher ist der Sponsor. Der kriegt noch die gelbe nachträglich für die Götze-Aktion. Der war sehr schön. Jo, der war gut. Und hier ist... Jo, der ist durch. Und der schießt direkt auf den Torwart. Nein. Wenigstens eine Ecke. Thomas Müller schießt sie mal wieder. Da ist er auch angekommen. Oh. Das hätte es jetzt sein können, Freunde. Die war gut gemacht. Okay, nochmal Müller. Die war zu schwach. Die war richtig scheiße. Nein, holen wir doch. Oh, das war gut gemacht. Nein. Und wieso denn dahin? Nein. Oh Gott. Oh Gott, dammit. Okay, Fährmann ist da. Gute Aktion von ihm. Uff. Uff. Okay. Nochmal Glück gehabt. Jo. Ah, der war nicht gut. Oh, das war ein Foul. Freistoß, liebe Freunde. Freistoß. Aber ich glaube, der ist noch ein bisschen zu weit entfernt, um den... Ah, der war zu doll. Erst bei den Balken verloren. Gute Idee. Ey, Freistöße sind hier echt mein Nemesis. Und verteidigen auch und Tore schießen auch. Also, ich bin voll der Pro hier. Oh, fuck. Nein. Ha, der war gut gerettet. Jawohl, so kann das losgehen. Mkhitaryan, yo, der war gut. Guck mal hier. Guck mal hier, schieß doch! Oh, what? Was macht Rodriguez eigentlich da vorne?
Alter, der war gerade voll im Angriff. Weg damit. Sehr schön. Und die erste Halbzeit ist rum. Ach, also ein paar Chancen haben wir gehabt. Der Gegner natürlich auch, ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Mal gucken, ob wir es mal hinkriegen, ein Tor zu schießen. Und dann wird das hoffentlich mal heute was werden. Also, los geht's. In die zweite Halbzeit. Kommen wir hier durch. Wir kommen hier durch und hier unten ist Schürrle. 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 Und dann so ein Abschluss. Der war so gut gemacht. Oh, Gott sei Dank. Das war richtig gut verteidigt. Ihr kriegt ihn auch. Sehr schön. Mkhitaryan. Oh, vorbei. Nee, er war noch dran. Okay. Ich wollte schon sagen, ey. Ecke Müller. Ich glaube, Müller ist auch nicht so der beste Eckenschütze. Beziehungsweise könnte ich ihn eigentlich eher... Oh, sehr schön. Sehr schön. Nein, lass ihn dir doch nicht abnehmen. Oh, den kriegen wir. Nein, wieso mache ich denn da einen Laufpass? Jo, das war sehr schön. Schürrle! Direkt auf den Torwart. Ich glaub's nicht. Verdammt. Oh, wir haben hier eine Chancenauswertung. Die ist der Hammer. Jo, nein. Geh doch daran. Holen dir doch. Nein, Dickmeier. Jetzt musst du aber... Nee, ist Mkhitaryan. Aber der kann auch rennen. Oh, lol. Oh, lol. Da sollte er gar nicht hin. Aber er kann den Ball nicht annehmen. Ach, fuck. Nein. Jetzt dominiert er hier uns. Oh, Schürrle kriegt ihn. Das war sehr schön. Jo, der war gut. Jo, der war gut durchgesteckt. Komm schon. Das war doch ein Foul. Das war doch ein Foul. Oh Gott, die Spieler sind so im Arsch. Aber jetzt müssen sie noch durchhalten. Ist mir jetzt egal. Geh doch ran. Holen dir doch. Was machst du denn? Und Abpfiff. Nein, ich wollte doch noch ein Tor schießen. Oh, fuck, ey. Ja, zu dem Spiel bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wir hatten unsere Chancen, der Gegner hatte seine Chancen, wir haben sie beide nicht genutzt. Von daher wahrscheinlich das ein gerechtfertigtes Ergebnis und scheiße. Ja, zum Sieg hat es leider noch nicht ganz gereicht. Ich hoffe, im nächsten Spiel wird es dann besser werden. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall besser gespielt als im letzten Spiel, auch besser verteidigt. Ja, das wird langsam besser. Ich glaube, ich füge mich so langsam dem Spielstil von FIFA 16 an. War noch sehr den von FIFA 15 gewöhnt, aber ich glaube, jetzt wird es so langsam besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach hoch da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ja, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was wir uns holen sollen für Spieler... Und so demnächst, wenn er jetzt sagt, boah, hier, bam, der Spieler, der ist Hammer, dann schreibt es mir gerne rein. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann, ja, in zwei Tagen, glaube ich, wieder. Zu einem nächsten Video. Ich kann gerade nicht rechnen, nehme gerade ein bisschen Voraus auf. Na, egal. Auf jeden Fall, bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, lasst es euch gut gehen, habe ich schon gesagt, aber ist auch egal. Und... Tschüss!